Willkommen zu einer neuen Folge von Carolinos Spazierprogramm und ich hätte auch schon wieder fast die Musik abgepasst, wenn die F6-Taste funktioniert hätte. Aber das hat sie nicht. Leider. Tja, und einige von euch werden sich vielleicht gewundert haben in der letzten Folge, da ich ja meinte, irgendwie das ging gar nicht mit der Map, ich konnte die ganzen Sachen nicht angleichen, also ich konnte gar keine Maneuver Notes erstellen und so. Und wieso das nicht ging, das sehe ich euch gleich. Drop this bait. Im Grunde lag das nämlich daran, dass das hier Mission Control nicht geupgradet war. Jetzt, ich habe das schon mal geupgradet, in der letzten Folge hat 75.000 gekostet. Also das war nicht in der letzten Folge, sondern zwischen den beiden Folgen in meiner Freizeit. Das geupgradet, deshalb haben wir auch nur noch 10.000. Hier steht jetzt auch Flight Planning Available. Und jetzt kann ich die Orbits da planen. Also sehr angenehm, aber ich habe kein Geld mehr. Also muss ich mal gucken. Ich würde sagen, das machen wir hier mal. Wie viel kriegen wir da? Ja, das machen wir. Und danach retten wir Jab. Aber das Problem ist, ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Geld, um... Ah, verdammt, ich brauche überhaupt Geld. Aber ich habe jetzt, glaube ich, sowieso schon Geld im Voraus bekommen, oder? Nee, nicht. Schade. Okay. Also wir brauchen... wir brauchen drei von denen. Dann brauchen wir einen kleinen Orbit, dann müssen wir wieder zurück. Ganz easy. Gut, easy. Also, oh, was mache ich denn? Ach, gut, wie ich aufpasse heute wieder. Oh. Tja, wie gesagt. Bin gerade ein bisschen dumm im Kopf. Ist aber nicht so schlimm. Ja, ich baue jetzt einfach den ganz normalen Orbiter, wie wir den schon kennen. Mit genau dem Stage, die wir schon kennen. Einfach nur mit hinzugefügten Kapseln. Denn wir brauchen ein paar Kapseln mehr, leider. Also was heißt leider? Wir würden ja sonst kein Geld bekommen. Und die 45er. Und die Radial-Decoupler. Und diese machen wir die mal so ran, damit das gleich schön ist. Ich finde das nämlich immer ein bisschen schöner, wenn die so sind. Also wenn die quasi seitlich dahingehend sind, wo ich ja hinfliege. Und das ist ja Osten, weil ich ja nach außen fliegen muss, weil sich der Planet ja in die andere Richtung dreht. Das heißt, es ist leichter, in einen Orbit zu kommen. Das sind hoffentlich 45er, ja, sind es. So, die brauchen dann natürlich noch Nose Cones. Wo die auch immer sind, hier sind die. So, haben dann aber auch die Dinger hier. Richtig, richtig, die Dinger. Jetzt, so. Vier davon. Das waren sechs, das sind vier. Das war zu teuer. Oh. Oh. Also ich kann jetzt die weglassen, ich kann jetzt die weglassen, aber dann habe ich immer noch... Also die kann ich auch schlecht weglassen. Ich kann das ja zweimal machen, ne? Wie viel kosten die denn? 600. Wie viel kosten die Dinger denn? 500. 1200. Ah, die kosten 1100. Dann können wir doch damit auch noch ein bisschen was sparen. Jetzt immer noch... Ach, wisst ihr, wie wir das machen? Ich bin doof. Wir nehmen einfach einen anderen Auftrag an und machen den dann irgendwann mal. Ich glaube, das ist das Klügste. Was geht so? Weil die Flüge brauchen wir eigentlich sowieso. Ups. So. Denke ich zumindest. Ich brauche sonst nur noch Fallschirme. Genau, Fallschirme zum Beispiel brauche ich auch noch. Hier, die. Ja, aber vier ist okay. Aber die machen wir nicht dahin wie beim letzten Mal, sondern dahin. Denn wenn am oberen Ende vom Raumschiff gezogen wird, dann kann ich ganz unten Füßchen anbringen. Aber natürlich drei. Denn ich hatte in der letzten Folge schon gesagt, was auf drei Füßen steht, ist immer am sichersten. Ja, overrided. Was daran liegt, dass das gibt da quasi keine Flächen, wo es hinfallen kann. Also, naja. Du gibst bei einem Viereck aber schon. Ist ein bisschen schwer zu erklären, aber das gibt schon. So. Ja, das können wir nämlich auch gleich machen. Ah, super. Bei dem Advance steht es ja auch genau. Bei dem Advance, also unten seht ihr Rewards. Also einmal Briefing, worum es geht. Objectives, was wir machen müssen. Und dann Rewards. Da gibt es einmal Advance.
Completion oder Failure. Advance bedeutet, was bekommen wir im Voraus, um die Mission zu machen. Completion bedeutet, was passiert, also was bekommen wir, wenn wir das machen, also wenn wir das fertig haben. Und Failure bedeutet, was verlieren wir, wenn wir verkacken. Jetzt haben wir 7000 bekommen, nur damit wir quasi diese andere Mission schaffen können. Tja, und die andere Mission ist einfach irgendein Data aus Space hier zu bekommen, richtig. Ja, Transmit Oricava Scientific Data from Space around Kerbin. Und das sollte ziemlich einfach sein. So, jetzt brauche ich hier nur noch eine Crew auswählen. Ich nehme aber einen Pilot mit und die beiden Touristen, weil den Scientist will ich jetzt nicht weiter mitnehmen, weil ich gerne SAS hätte und den Engineer brauchen wir jetzt auch gerade nicht. Jupp. Na, ich würde sagen, wir können dann gleich loslegen, oder? Habe ich alles richtig hier? Oh, nee, die Flüge sind sehr, sehr komisch. Ich würde sagen, so, oder? Naja, das ist schon okay. Ja, doch, ist okay. Zuerst die beiden, die werden abgesprengt, dann der wird abgesprengt, der da. So ist richtig. Hopp, und los geht's. Ja, hoffen wir, dass es funktioniert. Und jetzt haben wir ja SAS und vielleicht haben wir sogar das gute SAS. Ich weiß es nicht. Ne, vielleicht kommt es doch erst auf Level 1, dass ich dann auswählen kann. Hier Geschwindigkeitsvektor, Bremsvektor und so. Also Prograde oder Retrograde. Und dann, versprochen, retten wir den lieben Jab. Aber jetzt erstmal 3, 2, 1, Launch. Und gleich hier so ein bisschen nach Osten drehen. Nicht zu viel, aber ein bisschen. Und damit startet der erste weibliche Pilot in den Weltraum. Nämlich Valentina. Und sie freut sich auch wirklich doll. Die Touristen finden das nicht so toll, bezahlen es aber natürlich trotzdem super viel Geld. Und das finde ich auch gut. Also das ist ja... Das ist schon okay. Oh, nicht. Oh, ich darf es ja gar nicht drehen. Oh, toll, jetzt muss ich so fliegen. Na, ist nicht so schlimm. Obwohl, nee, ist eigentlich finde ich es... Oh, nee, andere Richtung. Oh, pss. So ist. Ich mag das irgendwie immer, wenn ich nur W und A drücken muss, anstatt W und S drücken muss, anstatt A und D. Und da bin ich sehr viel zu tief. Ich muss sehr viel höher. Das könnte jetzt schon eventuell ein Fehler gewesen sein, aber wir werden es gleich sehen. Wir werden es gleich sehen. Jetzt sind wir auf jeden Fall wieder ein bisschen steiler. Valentina freut sich immer noch. Die ist eigentlich immer nur so immer fröhlich drauf. Und die Touristen sind so, ja. Ja. So halbwegs glücklich. Einmal einen suborbitalen Flug und einmal einen Orbit. Das gilt für beide, so kann ich beide umbrechen mit dem. Und dann halt einfach aus dem Weltraum ein bisschen. Ja, Science Data. Wow, wir haben 162 Euro. Das ist noch nicht so viel. Ja. So. Tja, das funktioniert irgendwie. Manchmal funktioniert das, manchmal funktioniert das nicht. Und das mit diesem, genau, also das habe ich ja schon erzählt mit den Orbits, also wie ich die anpassen kann. Aber dann hatte ich ja noch erzählt, diesen Fuel Crossfeed heißt das nämlich. Da mache ich Alt und Rechtsklick auf einen Kanister und dann auf den nächsten Kanister, also wo ich das reinmachen will. Das geht auch, denke ich zumindest, in diesem Safe-File hier. Also ich dachte nämlich erst eventuell ist der Speicherstand einfach kaputt, was ziemlich schlimm gewesen wäre, aber ist er nicht. Also ihr seht hier schon, wir haben hier den schönen blauen Punkt und wir können hier jetzt ziehen und so, wie wir wollen. Also ganz wunderbar. Aber viel interessanter ist ja auch noch das mit dem Treibstoff. Und da war nämlich das Ding... Dafür musste ich das Science Center upgraden und das kostet 400.000 und die habe ich nicht. Und ich habe jetzt auch nicht so unbedingt Lust, da irgendwie jetzt so viel Geld zu grinden. Also, wer das Wort nicht kennt, das ist halt einfach monoton ein Spiel spielen, nur um Geld zu bekommen in dem Spiel. Das wäre, also zumindest ist das für mich halt grinden, ja. Das ist schon so ungefähr das Wort, ja. Das ist schon richtig so. Tja, und das können wir einfach in der Map-Ansicht ein bisschen gucken hier. Ich wechsle trotzdem nochmal zurück. Ja, gut. Wie sieht's aus? Sieht gut aus. Und stopp. Und dahin warpen. Nicht, jetzt ist es so in so einem schönen Bogen. Früher wäre es richtig sehr steil gewesen. Erst dann hätten wir quasi die Bogenform gehabt.
Aber das ist jetzt vorbei und wir haben auch schon die ersten paar Aufträge abgeschlossen. Denn das ist ein suborbitaler Flug gewesen und ich kann ja jetzt auch schon einen Crew Report nehmen. Hoffentlich. Der hoffentlich aus. Was haben wir denn gesagt? Dann geben wir mal bitte noch einen Crew Report. Review Crew Report. While in Space. Also ist das Scientific Data aus Space. Weil. Mal, weil. Stand ja da. In Space near Kerbin. So. Falsch. So. Ja, okay, gut. Das war jetzt eventuell ein bisschen doof, aber. Jetzt muss ich hier irgendwie versuchen, so schnell wie möglich einen ordentlichen Orbit hinzukriegen. Was eventuell schief gehen könnte, aber wir werden mal sehen. Nee, okay, ich glaube, das geht okay. Wir haben es geschafft. Wenn die Zahl sich nicht mehr verändert, dann. Also, wenn es jetzt ist, ihr seht ja, es steht permanent bei T-6 Sekunden. Das heißt, es gibt 100 pro Orbit, weil effizient genug ist die. Genau, jetzt, wenn es sich sogar erhöht, ja, dann brauche ich hier einfach nur in der Höhe ein bisschen verstellen. Habt ihr euch auch kurz so erschreckt, wie ich? Naja, war nur eine Tür. Dann brauche ich hier einfach nur W und S drücken, dementsprechend mich der Apoapsis annähern oder eben nicht. Je näher ich der Apoapsis bin, das heißt, je niedriger die Zahl ist, also T-2, je niedriger sie wird, desto effizienter ist diese Aktion, die ich hier mache, also das ganze Verbrennen und so. Ich komme halt näher an die Apoapsis, je näher ich am Geschwindigkeitsvektor, je näher ich unten bin. Oder damit natürlich auch am Geschwindigkeitsvektor, aber. Ja, genau, ich kann nämlich hier auch unter die Linie gehen. Und das bringt mich halt noch näher an die Apoapsis. Oh, das ist aber ein schöner Orbit. Der gefällt mir aber gut. So, und damit haben wir die nächsten zwei Aufträge abgeschlossen. Orbit around Kerbin. Und jetzt wollen die Leute natürlich auch wieder zurück. Und das machen wir ganz einfach. Wir gehen zu Apoapsis. Vollführen da ein Retrograde Burn. Aber nein, das machen wir nicht. Wir gehen zu Periapsis. Ich habe nämlich überhaupt keinen Bock, auf der dunklen Seite zu landen. Und ihr sicherlich auch nicht. Abgesehen davon, wenn wir auf der hellen Seite landen, dann sind wir immer noch näher am Kerbal Space Center. Zumindest ist es momentan so, da wir auf der hellen Seite gestartet sind. Das ist ja irgendwo hier. Das Kerbal Space Center. Und mal gucken, dass ich da irgendwie so nah wie möglich. Es ist natürlich mit Flugzeugen sehr viel einfacher, ja, muss man auch sagen. Mach mal so und dann gucken wir mal. Wie wir das schaffen. Also mich wäre irgendwo hier landen. Das wäre so ideal. Mal sehen, wie das ausgeht. Müssen wir mal gucken. In welche Richtung müsste ich mich denn. Eine Sekunde. Also da ist die Sonne. Ich müsste. Ja, gut. Gibt es da andere Himmelskörper, an denen ich mich orientieren kann? Nicht so wirklich. Ah doch, ich muss zum Planeten hin, ne? Oder? Nee, Quatsch. Ach, ich muss nach Norden, ich Quatschkopf. Ist klar. Das ist jetzt klar. Nee, ich gehe ein bisschen nach Norden, damit ich ein bisschen näher am Center bin, was ja. Okay, ich kann es euch wieder nicht zeigen, aber das ist ein bisschen nördlicher, als wie mein Orbit gerade ist. Als mein Orbit gerade ist. So. Nicht als wie, ich weiß, aber. Naja. Müssen wir mal gucken, wie das ausgeht. Ja, ja. Aber ich finde, es ist eigentlich klüger jetzt auf der hellen Seite, weil dann sieht man halt noch was, ja. Ich werde mal versuchen, mir das anzugewöhnen. Immer an der hellen Seite, weil das Ding ist ja, ich sehe ja trotzdem noch was, wenn es selbst auf der. Oh, da guck mal, das ist der Mond. So, das ist ja der Todesstern. Ist aber der Mond. Also, ich hoffe, ihr seht den Mond. Also, ich sehe den ziemlich gut. Der ist jetzt quasi direkt über unserem Raumschiff. Der Mond. Da geht er gerade auf. Ja, wir sind halt noch in relativ hoher Atmosphäre, ja, deshalb. Verringert sich die Geschwindigkeit nur sehr, sehr langsam und da fliegt das Kerbal Space Center an und so weiter, wenn ich das richtig sehe.
Tja, und weil die Absicht ist, so nah wie möglich daran zu... Oh. Nein, die Beinchen brennen weg. Und es ist jetzt schlecht. Weil die Absicht natürlich ist, so nah wie möglich daran zu kommen. Oh. Jetzt ist mir gerade schon wieder was aufgefallen. Ich glaube, das ist ganz woanders. Ja, wir werden es gleich sehen. Jetzt wackelt hier natürlich wieder alles. Ich weiß gerade echt nicht, wo es ist. Aber ich glaube, wir sind sehr nah. Insofern macht das nichts. Ja, doch, die Beinchen brennen ab. Das geht nicht. Ich muss hier das abschmeißen. Und die falschen erziehen. Gott! Ach du Scheiße. Jo. Das ist jetzt partiell ein bisschen doof. Jetzt los, hier ein bisschen Aero-Breaking. Ihr dürft nicht sterben, ihr kleinen Touristen. Landing Gear. Alles wird gut. Solange du wild bist. Ja, hätte man so funktioniert. Na, ist jetzt sehr ärgerlich, ja. Na gut, okay. Passiert. Passiert, ich schneide es nicht raus. Ist nicht so schlimm. Ist nur ein bisschen ärgerlich. Ah, das ist jetzt echt ein bisschen doof, aber okay. Macht nichts, sowas passiert mal. Da muss man dann halt einfach mit leben können. Mit F5 kann ich übrigens schnell speichern. Das werde ich das nächste Mal auf jeden Fall nutzen. So, mal kurz zeigen auf der Map. Da ist das Kirby Space Center. Ich habe mich nämlich ein bisschen verschätzt. Aber da ist es. Wen es jetzt irgendwie interessiert, vielleicht. Na, nein, du gehst jetzt nicht nach rechts. Na, jetzt ist okay. Na, macht schon eben. Ich denke, jetzt schaffen wir es. Wir müssen halt alles nochmal machen, das ist nicht so schlimm. Wie gesagt, das ist... Das waren ja nicht wirklich 37 Minuten, das waren nur 16 Minuten. Also jetzt sind es natürlich 17 Minuten, aber... Die 37 Minuten kommen daher, dass ich ja Time Warp benutzt habe. Und deshalb sind es nicht 16, sondern 37. Ganz witzig ist auch, ihr seht links oben eine Uhr, die zeigt uns, keine Ahnung, was anderes, nämlich mein Overlay drüber. Ach, 1:06. Und wenn ich hier auf MET drücke, dann zeigt es uns die Zeit an, nämlich Jahr 1, Tag 105 und 1:06:15, die generell im Universum vergangen ist. Das finde ich ziemlich cool. Und ich habe ein bisschen den Gravity Turn verpasst. Aber ist nicht so schlimm. Da muss ich ein bisschen hier nachziehen. Das passiert. Bei 14 Kilometern ist es noch nicht so dramatisch. Da muss man einfach ganz langsam das Ding nachziehen. Weil ich meine, wenn man jetzt sehr, sehr drastisch runtergeht, dann ist es sehr ineffizient. Muss man auch sagen, ja. Wieso passiert in Stage 4 gar nichts? Gut. Ich habe das jetzt einfach mal weggestaged. Einfach mal... Ich weiß nicht, wie kann man den Stages löschen? Ach so, einfach auf Minus. Ich bin ein Eumel, bin ich. Naja, macht nichts. So, jetzt kann ich mir aber hier den Luxus leisten, das Raumschiff drehen zu können. Und mit W und S manövrieren zu können. So, wo sind wir? 53 Kilometer, ist okay. Da können wir das Raumschiff erstmal in der Lage, so wie es jetzt ist, lassen. So. Tja, jetzt geht sogar allen gut. Jetzt geht sogar allen einigermaßen gut. Theoretisch könnte man das mit dem suborbitalen Flight auch mit einem Flugzeug machen. Theoretisch. Wenn wir Flugzeuge hätten. Wir haben aber keine Flugzeuge. Und ein suborbitaler Flug ist nämlich, wenn mich nicht alles täuscht, über 75 Kilometer zu kommen und danach quasi wieder aufzuklatschen. Da wir aber nur einen Orbit über 75 Kilometer haben, aber noch nicht da waren,
ist das noch nicht so. Also jetzt gleich haben wir es auch, aber. Oder wann funkt man bis jetzt? Ab 70, okay. Ja, jetzt ist das ab 70 Kilometer. So. Oh, nicht sehr gedrückt, so. Kann ich das nicht. Wie konnte ich das eben wegziehen? Oh, das ist so nervig. Smokescreen? Ja, mach mal. Kann ich auch nicht. Ich habe mal ein Update gemacht von. Wieso geht denn das nicht weg? Mach das mal weg jetzt bitte. Oh. Von. Wie heißt denn das? Interstellar Mod Extended oder so war das. Jetzt habe ich so ein bisschen hier den Punkt verpasst, wo ich eigentlich hätte schon die Engines brennen müssen. Aber ist jetzt nicht so schlimm und scheiße. Na gut. Dankbarerweise ist das Raumschiff jetzt nicht so schwer, weshalb ich jetzt auch einfach noch so ein bisschen die ganze Situation retten kann. Zumindest kann ich es versuchen, aber es scheint zu gehen. Ich muss einfach. Ja, genau, jetzt habe ich es. Man muss dann einfach sehr, sehr stark dagegen brennen. Also, das funktioniert nicht immer. Ich habe halt nur jetzt Glück, dass das Raumschiff sehr, sehr leicht ist. Also, unsere Touristen sind nicht ganz so fett. Wie man hier auch sieht, ja, die sind einigermaßen noch. Ups, ja. So. Dann gehen wir mal ein bisschen näher an die Apoapsis ran und dann gucken wir mal. Und wieder ein bisschen hoch. Zwei. Und wieder ein bisschen runter. Eins. Theoretisch bei Strich plus, also T-Strich plus oder T minus plus, genau, oder T plus, genau. Wenn man genau da ist, ist es quasi, man ist genau auf der Airpods. Das ist dann auch ziemlich gut, also. So. 76, 81. Klingt gut für mich. Wir wollen genau dahin wieder zurück. Man kann natürlich, was man auch machen kann, man kann sich da auch ein Raumschiff hinstellen. Dann weiß man nämlich immer ganz genau, wo das Kerbal Space Center ist. Und eventuell, ich würde sagen, das machen wir auch nächstes Mal. Also gleich hier nach. Da bauen wir uns schnell irgendwas und dann passt das. Gib mir mal einen Crew Report. Oh, der kann kein Crew Report während Time Warp. Crew Report. Dankeschön. So, weiter geht's. Periapsis, da haben wir sie. Und wir wollen ungefähr, und das wissen wir ja mittlerweile, dahin. So, bin jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, aber ist nicht so schlimm. Muss man mal gucken. Ah, mal sehen. Hoffentlich brennen uns nicht wieder die Fallschirme weg. Das wäre nämlich sehr unschön. Und ich weiß nicht, wieso er jetzt in Docking gegangen ist, aber ich wollte eigentlich in Staging. Wird schon seine Gründe gehabt haben, wieso er das getan hat. So. Tja, und jetzt einfach warten. Jetzt müssen wir einfach warten. Denn die Luft bremst uns aus. Allerdings anscheinend nicht so doll. Müssen wir mal gucken, wie lange das da dauert, bis wir in einer Luftschicht angekommen ist, wo das auch merkbar ist, weil ich glaube, ich weiß nicht, eventuell sind wir. Ein bisschen zu. Ja, okay, reicht. Okay, das war zu viel. Naja, macht jetzt nichts. Macht jetzt nichts. Na gut, können wir das Ding jetzt auch abwerfen. Wo die Beinchen ganz doll an uns gedrückt und ihr seht hier schon, der Ablator nutzt sich ab. Immer stärker, immer stärker und immer stärker. Oh, und ich sollte vielleicht Tempo ausmachen. Könnte eine gute Idee sein, eventuell. Ja, die Abnutzung steigt. Aber es scheint zu gehen. Ja, wir landen nämlich genau auf der falschen Seite der Küste. Ja, wir hätten halt noch über die Berge gerade mussten, ein bisschen weiter nach rechts von uns aus jetzt gesehen, aber macht nichts. Da unten seht ihr das Debris. Da fliegt es weg.
4 Kilometer gleich. So, 4 Kilometer. Das Schild nutzt sich weiter ab, aber das sollte definitiv kein Problem werden. Und wir scheinen einigermaßen nah am Kerbal Space Center zu landen. Denke ich mal. Also was ja vielleicht so ein paar, vielleicht 100 Kilometer oder so weg, was noch okay sein sollte, denke ich. Na klar, näher haben wir ja schon mal drüber geredet, bringt mehr Geld. Ist auch ganz klar, denke ich, aber. Ja. Ich weiß nicht, inwiefern, also was eine Crash Tolerance, also Sturztoleranz, also Auftreffungstoleranz, die dieser Ablator hat, oder die Beinchen. Also, ich glaube, bei den Beinchen ist es echt kein Problem. Ich glaube, die haben irgendwie 20 Meter pro Sekunde, das heißt, über 20 Meter pro Sekunde in der Theorie müssten die kaputt gehen, und bei unter 20 Meter pro Sekunde müssen sie halten. Und das ist halt eben diese Crash Tolerance. Eben diese 20 Meter pro Sekunde in dem Fall. Ja. Ich würde sagen, Fallschirmer. Keine Fallschirmer. Dann würde ich sagen, Landebeinchen. Also ich verstehe nicht, wieso die abreißen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist mir unergründlich. Und bitte überlebe! Ach man. Hä? Wieso hat der überlebt? Ich verstehe das nicht. Ja, mir ist klar, wir haben das verraten Auftrag abgeschlossen. Hä? Wieso gehen die denn kaputt wegen irgendwelchen Aeroforces? Das sind nur 200 Meter, das muss doch voll gehen. Das ist doof, ich mach das jetzt anders. Ja, ich mach das jetzt anders. So. Und ich habe nämlich schon wieder vergessen, da einen Speicherpunkt zu setzen. Weil ich ein bisschen doof bin im Kopf. Aber das ist nicht so schlimm. Ja, eventuell sollte man sich als nächstes natürlich die Fuel Ducts holen, damit ich von hier Treibstoff 4 reinpumpen kann. Und damit ich nämlich den mittleren jetzt quasi auch mitlaufen lassen könnte. Was ganz gut wäre. Oh, jetzt drückt er sich aber ganz schön da an den. Das will ich nicht. Er drückt sich ganz schön an den Geschwindigkeitsvektor und jetzt rastet er mal aus. Na, hier, die Touristen sind sehr besorgt, weil anscheinend hat ihren Spaß. Na, jetzt geht's wieder. Jetzt können wir es erstmal so lassen. Da brauchen wir nichts am Ende. Das ist jetzt. Ja, das tut mir jetzt auch leid, dass da die ersten 27 Minuten ein bisschen vergeigt waren, aber. Du, dass das kaputt geht, habe ich nicht erwartet. Also verständlicherweise nicht. Dieses Mal lasse ich einfach alles genau so, wie es ist. Ziehe irgendwann die falsche Speicher. Verdammt, noch eins ab. Na, gucken wir mal. Wieso der denn da so aggressiv reagiert, ja. Jetzt hat er schon wieder irgendwie ein Stage zu viel gemacht. Ich verstehe nicht wieso. Ich gucke mal gleich nochmal das Staging an, aber. Naja. Ja, also ich meine, klar, es ist auch ein Training, wie man in Orbit kommt, gar keine Frage. Aber bringt jetzt natürlich nicht so viel. Sehr nervig. Es ist gerade aufgefallen, man hätte jetzt auch auf dem Kopf vom Raumschiff noch so eine aerodynamische Nase raufklatschen können. Vielleicht gar keine blöde Idee gewesen. Und wieder MacJab mitzunehmen, wäre wahrscheinlich auch keine blöde Idee gewesen. Hätte ich mir nämlich in Orbit einfach anzeigen lassen können. Dann hat man hier links so ein Panel, so vielleicht so an der linken Bildschirmhälfte oder wo auch immer man es haben will. Das hatten wir ja schon einmal, wo es einem dann zum Beispiel über die Oberfläche anzeigt, eigentlich die normale Höhe, dann die Terrainhöhe und so weiter. Und für den Orbit hat man dann halt die Höhe der Apoapsis, die Zeit bis zur Apoapsis und so weiter. Halt so Sachen. Tja, und jetzt muss ich aber jedes Mal in die Map-View gehen, wenn ich mir das angucken will. Das ist ein bisschen nervig. Ich meine, es ist immer noch machbar, gar keine Frage, aber es ist halt nervig. Oh. Ja, das mit dem Stage funktioniert irgendwie immer noch nicht so richtig. Macht nichts.
So, und wir haben gleich den suborbitalen Flug geschafft. Und zwar ganz genau jetzt. So, und ich bin mal dieses Mal ganz eifrig hier und brenne erstmal einen Treibstoff weg, den wir noch übrig haben. Was gar nicht so intelligent ist. Ach du. Jo. Das war natürlich sehr viel intelligenter. So, und. Ja, ging noch. Die sind noch alle im Lot. Genau. Jetzt sind wir hier quasi genau auf der Apoapsis drauf, ja. Hier sieht man es auch nochmal schön sehr nah, ja. Wie ich mich hier unten im Navigationsbällchen immer mehr der Linie nähere und hier immer näher dem Punkt. Nicht, das sieht man von hier außen gar nicht, aber wenn man sehr weit reinzoomt, dann sieht man es. Wenn ich jetzt direkt auf dem Punkt bin, dann rückt der Punkt hinter uns. Da bleibt er stehen. Dann rückt er wieder vor uns, weil wir halt irgendwann schnell genug sind. So. Na, wo ist er? Da ist er. Die Baryapsis und Orbit. So. Orbit, was bedeutet das? Dam, 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 dam. So. Und Orbit bedeutet Crew Report und Crew Report bedeutet abspeichern. Quick Saving mit F9. Kann ich das wieder laden? Das denke ich in den meisten Videospielen genau so. F5 speichern, F9 laden ist bei Gothic auch so. Übrigens auch ein sehr sehenswertes Let's Play. Würde ich mir jetzt glatt so in den Raum stellen, da oder aus unserer Raumstation. Könnte man sich auch mal treffen. So, da ist die Periapsis und wir wollen immer noch zum Kerbal Space Center. Ja, jetzt hier. Genug Treibstoff haben wir zwar nicht wirklich, aber ist nicht so schlimm. So, na, noch ein bisschen. So, ist dann, jetzt bin ich zufrieden. Jetzt gucken wir mal. Einfach hier so ein bisschen. So, und jetzt Time Warp mal 4 und jetzt bleiben wir einfach hier. Einfach versuchen wir genau das Raumschiff so zu lassen. Und wenn ich sehr niedrig bin, dann versuche ich mich nochmal ein bisschen abzubremsen durch die Engine. Dann ziehe ich die Fallschirme. Wenn das nicht funktioniert, dann muss ich nochmal neu landen. Dann muss ich mir was anderes überlegen. Und nach einer halben Stunde habe ich endlich mal einen Auftrag geschafft. Wow, und dann müssen wir noch JetBraten. Retten. Und dann wollte ich eigentlich noch eine unbemannte Sonde zum Mond schicken. Aber ich dachte ja, dass der erste Auftrag jetzt nicht so lange in Anspruch nimmt. Der war ja nur, um ein bisschen Geld zu bekommen, um das Raumschiff zu finanzieren, welches JetBraten sollte. Was eigentlich genau das hier hätte sein können. Und ich hätte einfach einen. Mann, ich bin blöd. Ja, echt. Wobei, nee, es wäre schon ein bisschen anspruchsvoller gewesen, Jab zu retten, ja. Weil du halt doch recht viel Treibstoff brauchst. Und jetzt höre ich mal lieber auf damit. Mit dem Time Warp. Weil ich nichts riskieren will. Und ja, der Ablator nützt sich natürlich nicht ab. Wäre auch irgendwie komisch. Es gibt jetzt auch nicht irgendwie super viel. Ich kann jetzt hier das Raumschiff interessanterweise ein bisschen drehen. Jetzt seht ihr hier, die Temperatur geht sehr viel schneller runter. Und wir werden ein bisschen nach unten gewittert. Ich kann das aber auch anders machen. Ich kann das auch so machen. Jetzt geht die Geschwindigkeit. Jetzt geht die Geschwindigkeit nicht so schnell runter. Und wir gleiten also durch. Ich kann auch so machen. Dann drückt uns die Luft ein bisschen nach oben. Ist aber nicht so intelligent. Also machen wir es einfach mal so und dann gucken wir mal. Dann bieten wir quasi am wenigsten Angriffsfläche für die Luft. Wenn wir ihn noch ein bisschen verschnellern. Es wackelt alles ganz toll. Du hörst bitte auf damit, du hörst bitte auf damit, du hörst bitte auf damit, du hörst alles auf damit. So. Nein, nein, hör auf damit. Okay.
Gut, wenn der noch ein bisschen nach oben will, ist das vollkommen okay für mich. Wo wir auch einfach sagen können, so. Dann gehen wir, dann drücken wir uns ein bisschen nach unten. Okay, jetzt drücken wir uns wieder nach oben. So. Na, ja, nach unten. So. Wie so ein Torpedo. Also, nee, nicht wie ein Torpedo, aber wie so ein. Wie so eine Missile. Also. Naja, ihr wisst schon. Wie von einem Flugzeug so eine Rakete. Die sucht so ihr Ziel. Oh, da hinten ist doch schon das Kirby Space Center, wa? Ah, das war gar nicht so, so ein schlechter Versuch hier. Aber jetzt würde ich gerne doch noch ein bisschen nach unten hin bremsen. So ein bisschen wie mit dem Flugzeug, ja? Also nicht das aerodynamische Modell ist verständlich. Ah, nee, da ist es. Seht das, da hinten ist es. Müssen wir jetzt natürlich ein bisschen in die Richtung, ja? Nein, ich muss in die Richtung. Lass mich doch in die Richtung. Ah, na gut. Dann dreh dich um. Tja. Speichern. Das Ding abschmeißen. F9. Holt F9 to load last quick save. Was mache ich jetzt? Jetzt soll er das letzte Schnellspeicherstand laden. Tja, und nun warte ich. So, jetzt mache ich es ein bisschen schneller, weil ich keine Lust habe zu warten. Nun versuchen wir das Ganze nochmal. Pow. Und instant weg. Jetzt mache ich das mal ein bisschen anders. Jetzt öffne ich die mal manuell, nämlich jeden einzeln. Und zwar jeden mit Rechtsklick draufklicken. Und wenn der erste kaputt geht, wissen wir auch schon, was abgeht. Save to deploy. Unsafe. Ah, interessant. Okay, das kannte ich auch noch nicht. Finde ich aber sehr interessant. Müssen wir gucken, wann einer von denen so sicher ist. Nochmal da vor. Oh, 1000. Jetzt. Risky. Safe. Ah. Oh, endlich. Okay. Jetzt wissen wir. Darauf müssen wir achten. Super. Okay, nice. Das wusste ich nicht. Aber ich finde es interessant. Also, ich finde es um ehrlich zu sein auch eigentlich ganz gut, ja. Jetzt endlich ist das Problem gefunden und wir wissen auch, was abgeht. Ja, bam, das war die Engine. So, jetzt sind wir nämlich genau über, also Kilometer halt immer am Boden, weil, oder also höchstens, weil hier steht ja Altitude 1000. Tja, und da ist auch schon unser Schatten, wer ihn sieht. So, jetzt bewegt sich der Schatten hier ein bisschen. Und das sind echte Bäume, finde ich richtig krass hier. Voll schön irgendwie. Tja, endlich haben wir es geschafft. Das hat auch lange genug gedauert. Ja, Valentine ist auch super glücklich. Ja, was ist los hier? Hey, haben die geschafft? Der Schatten war weg. Aber da ist er wieder. Da ist der Schatten. Der Schatten. Und Time Warp aus. Und damit ist die Mission für die zwei Touristen und unsere wundervolle, wundervolle Pilotin Valentine doch am Ende noch gut ausgegangen. Das freut natürlich alle. Wir haben immer noch einen Crew Report und... Da sind wir doch. Na, hallo. Und die Beinchen nochmal ausfahren, bitte. Okay, ich will jetzt nichts riskieren. Einfach Recover Vessel. Nichts riskieren. Und jetzt sollten wir, der drei Aufträge sollten wir abgeschlossen haben. Wenn dem nicht so ist, dann ist irgendwas falsch gelaufen. Mal gucken. Mal gucken. Vielleicht auch nur einen, weil vielleicht zählen die zwei als eine, aber wir haben ja eigentlich einen Crew Report aus dem Weltraum und so. Und wir haben die Leute wieder zurückgebracht und so. Und wir haben vier Aufträge abgeschlossen. Na, also, das ist ja gelaufen, ist gut. So, hier, genau hier. 42 Kilometer, also 96%, das ist schon nicht schlecht. Hier Level 1, na super. So, was war hier so? Science Data von Kerbin, ja, das ist toll.
Ach, okay, da gab es nochmal extra was. Das ist doch super. Und hier Geld. Das ist toll. So, jetzt haben wir auch schon 70.000. Das ist doch super geil. Genau, hier war das. Kannst du mal zeigen. Resource Transfer Available. Und Purple EVA Scan Collect Surface Samples. Aber das kostet 451.000. Und die habe ich nicht. Okay, jetzt brauche ich quasi genau nochmal das Raumschiff. Aber ohne, naja, den dritten Port. Aber ich baue das jetzt einfach nochmal neu. Na komm, gib's mir doch. Hä? Macht jetzt jemand? Okay, da macht irgendwie nicht jemand. Jetzt geht's wieder. Jetzt geht's natürlich wieder. Jetzt geht's wieder nicht. Jetzt geht's wieder. Irgendwie, das erste geht nicht, das zweite geht. Keine Ahnung. Weiß nicht, woran das liegt. Ist aber jetzt nicht so schlimm. Aerodynamics. Also erstmal ein Heat Shield. Und dann brauchen wir noch einen Decoupler, wie immer. Ach, ich lade jetzt einfach das von letztem Mal. Nee, nicht. So, das hier. Load. Das hat ja gut funktioniert, ja. Haben wir eigentlich schon RCS? Nee, ne? Nee. Hätte aber sein können. Wäre nicht schlecht gewesen. Ja, wisst ihr was? Ich nehme ja jetzt nochmal die hier mit. Die haben nämlich sehr schön funktioniert. Quasi genau nochmal dasselbe, nur ohne den dritten Pod darunter. Denn wir brauchen nur zwei. In dem einen Ding sitzt bitteschön Valentina, denn sie ist Pilotin. Und in dem anderen sitzt bitte niemand, denn da kommt Jeb rein. Und er ist auch Pilot. Dann haben wir quasi die doppelte Piloten-Action. Ich glaube, das war es auch schon. Sehr viel Science gab es dann nämlich nicht mehr zu holen. Tja, ich würde sagen, lasst uns das doch einfach mal versuchen, oder? Lasst uns das einfach mal versuchen. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze ausgeht. Ich weiß nämlich nicht, wie viel EVA RCS, glaube ich, heißt. Ne, EVA Monopropellant noch in dem Jetpack von. Ja, genau, jetzt kann ich hier nämlich theoretisch auswählen und Pam, und jetzt seht ihr auch schon, ich kann hier Prograde und Retrograde auswählen. Wie viel EVA Monopropellant noch in dem Jetpack von Jeb drin ist, denn irgendwie muss er ja auch zu unserem Raumschiff kommen. Also in den Orbit zu kommen sollte für uns jetzt nicht so dramatisch werden, aber für ihn zu unserem Raumschiff zu kommen könnte ein bisschen schwer werden für ihn. Tja, nicht Valentina, genau. Die sieht das auch so und die freut sich irgendwie auch immer. Also die ist, glaube ich, wie Jeb mit dem Attribut Badass belegt, das heißt. Die ist quasi immer glücklich. Ist aber jetzt nicht die allerbeste Pilotin. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Ja. Aber ich denke, es sollte auf jeden Fall machbar sein, Jeb zurückzuholen. Obwohl ich ja damals auch noch meinte, ich glaube nicht, dass wir es schaffen. Aber ich habe auch in-game, also off-screen, habe ich das Raumschiff von Jeb habe ich zerstört und Jeb hab, ah nee, das habe ich gar nicht zerstört. Ich habe das nur ein bisschen, ich habe das Orbit von dem Raumschiff ein bisschen verkleinert, weil das Raumschiff hier ein bisschen immer durch die Atmosphäre rumbackt. Und ich habe den Orbit von Jeb habe ich allgemein stabilisiert. Das heißt, Jeb fliegt jetzt nicht jedes Mal durch die Atmosphäre. Das Raumschiff schon, aber Jeb eben nicht mehr. Jetzt, wie sehe ich einfach die Prograde an und dann geht das Ganze eigentlich automatisch runter. Sehr, sehr angenehm für mich. Ich brauche nämlich eigentlich quasi gar nichts mehr machen. Zumindest theoretisch gesehen, praktisch werden wir mal sehen. Werden wir mal gucken, wie das ausgeht. Ich finde den Orbit nämlich momentan immer noch so. Der ist ein bisschen zu flach für meinen Geschmack. So, jetzt ist okay. Ich wollte nur ein bisschen nach oben jetzt gehen, aber jetzt ist okay. Genau. Ja, momentan ist die Framerate eigentlich auch ganz okay. Und das macht mich glücklich. Irgendwann können wir auch mal vielleicht zum Mond fliegen. So, mit einer Sonde. Das wäre ja eigentlich mal der Plan, ja, mit einer Sonde zum Mond. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die, wow, auf die Ionenproben. Da bin ich ja sehr gespannt drauf. Die ja mit Xenongas und Elektrizität funktionieren, was ich ziemlich cool finde. Tja, und
Ach du Scheiße, was ist mit dem Nachbar los? Jetzt rastet er richtig aus. Lass mich frei. Oh. So, hier die schöne Weltraummusik. Und ach du Scheiße. Das war ein bisschen knapp. So, oh, da hätten wir fast. Oh. Das könnte ein Problem werden. Mit dem Electric Charge. Aber das ist mir auch eben erst aufgefallen. Man hätte sich hier eventuell Solarpaneele mitnehmen können. Nicht, dass man das hätte machen müssen, aber das hätte man machen können. So, jetzt ganz schnell. Pam, pam. Jetzt müssen wir einfach noch gucken. Ja, der wird langsamer, genau. Der wird gar nicht langsamer. Jetzt wird er langsamer. Und jetzt kommt er sogar auf uns zu. Na, wow. Ja, genau, da kommt er. Und da ist er. Und jetzt, genau, wenn wir immer genau an der Apoapsis sind, dann haben wir den maximalen Effekt. Das habe ich auch schon erklärt. Und zwar schon ganz schön oft. Und dann kommt die Periapsis und der AC. Und da haben wir sie. Wow, das ist eine ziemlich gute Arbeit. Und ich werde jetzt auf jeden Fall. Ich werde jetzt auf jeden Fall in der Version hier das Electric Charge blockieren, weil ich nicht will, dass sich irgendwas verbraucht während da. Ich mache auch mal SRS aus. Während es sowieso niemand benutzt. Hier ist Jab und genau zu dem gehen wir jetzt. Ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel Fuel er noch in seinem Jetpack drin hat. Genug. Günstigerweise. So, und jetzt fliegen wir zur Erde. Günstigerweise brauchen die Kerbals ja weder Essen noch Trinken noch irgendwas anderes. Jetzt suchen wir den niedrigsten Punkt am Orbit und das ist der da. Und dann muss ich genau in Richtung Sonne fliegen. Das ist natürlich leicht zu merken. Nein, ich muss genau in Richtung Nicht-Sonne fliegen, Entschuldigung. Hier lang muss ich fliegen. Denn da, ich möchte ja die in Orbit runterbringen. Ihr seht's, hier 5,5. Ihr seht hier die kleinen RCS-Schweife hinten dran, hoffentlich. Ja, seht ihr. 5,5, jetzt ist es schon 4,75, ja. Da muss man ein bisschen Geduld haben. Vor allem, man hat kein Navigationsbahn, man hat kein gar nichts, aber irgendwie muss man sich ja navigieren können. Das mache ich jetzt halt anhand der Himmelskörper. So ein bisschen. Ich hätte gern vielleicht noch ein bisschen was an EVA Propellant, heißt das nämlich. Nicht Monopropellant. Hätte ich gern noch übrig, um mich irgendwie zum Raumschiff zu manövrieren. Wäre zumindest ganz angenehm. Denn wenn ich Jab nicht mehr bewegen kann, dann sind wir ein bisschen am Arsch, weil dann kann sich Jab nicht mehr bewegen. Und dann ist er quasi tot. Dann war die ganze Mission für die Katz. Das wäre schade. Sehr, sehr schade. Da wurde ich schon fast weinen, würde ich fast. Das Problem ist ja, selbst wenn du es schaffst und unwahrscheinlich, aber sagen wir mal, es wäre möglich, selbst wenn du es schaffst, Jab mit einem anderen Kerbal gegen das Raumschiff zu stoßen, könntest du trotzdem mit ihm immer noch nicht einsteigen, weil er sich nicht drehen könnte, zumindest nicht theoretisch. Und das machst du nur. Oh, ich habe E gedrückt. Ich habe jetzt nur, wollte nur ein bisschen näher an die Periapsis ran, aber ich glaube. Nee, da darf ich noch eine Runde drehen. So. Und wieder runter. Na, ich weiß nicht, ob das so die beste Idee war, ihn aus dem Raumschiff aussteigen zu lassen. Ich meine, klar, gut, da ja, hätte ich ihn im Raumschiff drin gelassen, hätte ich halt nicht mehr manövrieren können, was ich allerdings so konnte. Ja, man hätte ihn natürlich auch einfach sterben lassen, aber dann wäre er ja tot und das geht ja natürlich nicht. Einfach Jab sterben lassen, nee. Das kann ich nicht machen. Ich denke vielleicht so bei 1,5, oder? Bei 1,5 gucke ich mir nochmal die Lage an. Dann
haben wir, denke ich, noch einigermaßen genug, um uns dann irgendwie zum Raumschiff zu manövrieren und so, weil von ihm aus kann ich sowieso nicht manövrieren. Manövrieren kann ich nur von dem Raumschiff aus. Ich kann von dem Raumschiff aus, kann ich die Burns machen, kann ich gucken, okay, inwiefern ist das hier annehmbar, also inwiefern komme ich hier sehr, sehr nah an Jeb ran, aber von Jeb würde ich eigentlich nichts machen, weil 1,5 Einheiten hat er jetzt gleich nur noch. Und das ist nicht sonderlich viel. Ist immer noch zu hoch. Ist eigentlich immer noch zu hoch. Das muss ich noch weiter angleichen. Ne, ich gucke mal, dass. Ne, das. Noch weiter angleichen kann ich das nicht. Das geht nicht. Also, das ist. Quatsch. Jetzt brauche ich mal dich. Set ist. Achso, ja, wieso habe ich. Set ist Target? Was ist. Achso, oh. Unset Target. Switch to. Jetzt weiß ich nämlich nicht, welches genau mir gehört. Und wenn das, was ich gleich finde, nicht mehr gehört, dann möchte ich das nicht haben. Aber das gehört mir, denn da ist Valentine drin. Genau, perfekt. Und dann hier den lieben kleinen Jebediah set as target. Genau, und dann sieht man hier schon, die Descending Node ist ziemlich hoch, nämlich minus 11 Grad, das ist nicht so geil. So, ich wusste nämlich gerade hammerhart nicht, in welche Richtung ich mich eigentlich bewege, aber okay. Achso, ich kann auch einfach von hier aus. Oder? Nee, okay, macht nichts. Naja, gut, Erdmanöver. Jetzt muss ich natürlich hier so. Dass am Ende die Descending Node ungefähr 0 beträgt. Das wäre nämlich ganz angenehm. Da. So ist doch perfekt. Und jetzt kann ich hier mal mir den Nachbau zeigen lassen. Und dann weiß ich nämlich auch ganz genau. Ach, hier muss ich hin. Okay. Da wird mir auch gesagt. Oh, guck mal, 43 Sekunden. Das heißt, immer die Hälfte einrechnen, also genau 20 und anderthalb. Also ungefähr 22. Und das hätten wir auch gleich, und zwar jetzt. Oh, war wohl doch weniger. Das ist nicht so schlimm. Ich habe jetzt mal sehr weit runter getrottelt, weil ich dann eventuell den Effekt ein bisschen maximieren kann, den ich daraus bekomme. Theoretisch wäre es so ideal, wenn man jetzt wartet und die Descending Node einfach runtergeht, während sie direkt vor mir bleibt. Wäre das allerdings erst insofern ideal, wenn sie direkt auf mir ist, denn genau dann mache ich hier den meisten Effekt. Okay, ja, 0,0 ist okay. Damit sind die Orbits quasi gleich und tja. Jetzt ist leider auch hier nicht mehr sehr viel Fuel da. Ich denke nicht genug, um sagen zu können, pass auf hier, Periapsis, Pam. So. Ich glaube nicht, dass das geht. Insofern werde ich jetzt einfach warten. Aber mit ihm hier, denn wenn ich zu ihm gehe und das den anderen als Target setze, habe ich genau die gleichen Sachen da. Nur eben einfach von seiner Sicht. Jetzt muss ich mal gucken, welche Orbit denn quasi genau mit seinem übereinstimmt. Und das ist. Wir sind der dann mit unserem Orbit stimmt überein. Wenn ich von außen gucke, einige. Ich glaube, es ist das hier. Set as Target. Ist es das hier? Ja, bin mir ziemlich sicher. So. Müssen wir mal gucken, wenn wir hier einen ordentlichen Encounter bekommen. Genau, wie zum Beispiel der da. Der sieht doch gut aus. So. Wir sagen, nee, so gut ist der gar nicht. Aber der ist einigermaßen und deshalb ist das jetzt okay. So.
Den brauche ich. Switch 2. Eieiei, ob das funktioniert, aber wir werden es schon sehen. Wir werden es schon sehen. So. Okay. Da waren wir. Hat irgendwie noch nicht so gut funktioniert. Also heißt es irgendwie, wenn wir da sind, ist er da? Ich glaube schon. Nee, das heißt, wenn wir gleich wieder nochmal hier sind, dann ist er da oben. Ach Gottchen. Cannot walk faster than 50 times 2 below 1200 Meter. Ne, 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 ne. Mal die Meckertrude raushängen lassen. Peinlich. Naja. Nicht so schlimm. Naja, jetzt wird es nämlich gleich interessant. Wir sind jetzt gerade hier. Da müssen wir mal gleich gucken. Jetzt mal. Ah, das ist doch. Da, das ist doch okay hier. So, und jetzt höre ich mal auf zu warpen hier. Jetzt muss ich mich mal gucken, inwiefern ich da ein bisschen gucken kann, dass ich da anderes, andere Seite so. Ah. Nein, so. Ups. Inwiefern ich da die bisschen zueinander bringen kann. Wie ich das überhaupt so mache, aber ich glaube, das ist falsch. Nee, mach das mal genau andersrum. Genau, na, das sieht mir doch gut aus, oder? Na da, na da, na was haben wir denn da? Na, aber hallo. Na, das ist doch ideal. Wenn das funktioniert. Wenn das funktioniert. Und ich sage wenn. Ganz bewusst wenn. 1 Minute und 6. Ist wahrscheinlich zu viel, aber es ist nicht so schlimm. Müssen wir mal gucken. 1 Minute 6, das heißt, bei ungefähr einer halben Minute müssen wir anfangen. Ich finde das doof, dass das manchmal nicht so richtig funktioniert mit dem Estimated Burn, dass er mir dann nicht so richtig sagt, hier, ja, not available, also das heißt übrigens N-A ist not available. N-A-N heißt not a number. Ups, ein bisschen zu spät gemacht, das ist so. Ach so, jetzt doch nur so wenig, ja? Darf ich hier nur auf halben Dings da trotteln oder wie? Naja. Macht jetzt nichts. Oh, ich muss ein bisschen schneller, ne? Oder? Ne, muss gar nicht schneller. So, wie entwickelt sich unsere Arbeit? Ich sehe es nämlich leider nicht so richtig. Und ganz am Ende immer so ein bisschen immer noch. Naja, gut, das war jetzt ein bisschen früh im Föhren, nur so ein bisschen. Oh, da fliegt mir gerade die Manövernot weg. Und wie sieht's aus? Das ist mein Telefon. Ja. Yeah. Hoffentlich geht jemand dran. Ich kann jetzt nämlich gerade nicht rangehen. Ja, es ist jemand dran gegangen. Und, oh. 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 Ah, da habe ich einen ganz, 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 ganz easy Trick gegen. Das wird nicht gehen. Nee, genau. Ich bin dann da. Das ist jetzt nicht so geil. Ich kann jetzt nämlich auch nicht. Oh Mann, oh. Ich kann doch gar nicht ins Space Center, ne? Oh, doch kann ich. Ach so. Gut, ich hatte das nicht erwartet. Ist meine Schuld. Sollte hoffentlich nicht allzu schlimm sein. Jetzt wird es hoffentlich ein bisschen besser. Ja. Gut, ich hatte nicht daran gedacht. Das ist meine Schuld. Ist okay. Hab's gereilt. Und wir sind raus aus der Atmosphäre. Gott sei Dank.
Ja, das hätte schief gehen können. Also, da war jetzt nicht zu spaßen mit. Aber ist nicht so schlimm, so. Ich will mal jetzt schon damit anfangen, so ein bisschen Scheiße zu bauen, andersrum. Oder? Ja, andersrum ist richtig so. Jetzt ist richtig so. Es war klar. Natürlich funktioniert es nicht. Wäre auch viel zu witzig gewesen, wenn es funktioniert hätte. Okay. Ist jetzt ein bisschen doof. Ist es nicht weiter schlimm. Jetzt müssen wir das Teil auch noch irgendwie werden. Aber ja. Kann ich zu dem wechseln? Nee. Man kann ja mal gucken. Vielleicht komme ich ja mit Jab irgendwie zu dem Raumschiff hin. Wäre schön. Würde mich freuen. Da ist das Raumschiff und da muss ich hin. Nein! Okay, geil. Los, Jab, ihm nach. Entschuldigung. Tja, wie wir sehen, Jab ist hier sehr, sehr erfolgreich. Oh, doch, ist er. Los, du kleiner Mensch, du. Du schaffst es. Glaub an dich, sei ein Believer. Na gut, brauchst nicht dran glauben, du schaffst es sowieso nicht. Und es ist nicht so schlimm. Schreibe einfach mal eine Postkarte. Also wenn er uns jetzt näher kommt, okay, geil. Dann noch bitte das letzte bisschen, damit das noch ganz traurig soll. Jab und Valentina, das ewige Liebespaar im All. Leider konnte keiner von beiden zurückkehren, weshalb ich jetzt beide umbringen werde. Ja, hat einen Effekt. Tja, die sind leider beide im All gewesen. Valentina hat versucht, ihren liebsten Jab zu retten. Das hat leider nicht funktioniert. Und Jab ist für ewig, auf ewig in den Weiten des Alls gestrandet. Ja. Und dann ist er gestorben. Leider. Jab ist gestorben. Genauso wie Valentina, denn beide hatten kein Essen mehr. Aber in ihren letzten Gedanken dachten sie noch an den jeweils anderen. Das klingt doch gut, oder? Ja. Klingt gut. Oh, jetzt weiß er noch. Und das ist nämlich das, oder? Hä? Was ist denn das für ein Raumschiff? Wer ist denn da drin? Da ist niemand drin. Ach, das ist das Raumschiff von Jack. Was macht denn das hier? Das ist gar nicht das Raumschiff von Jack. Hä? Von wem ist denn das das Raumschiff? Ach, von dem, den ich hochgeschickt habe und wo ich dann meinte, ich habe gar keine falschen Wörter genommen, den wir dann retten mussten. Ja, ich erinnere mich. Okay. Tja, okay, jetzt leider in der Folge jetzt nicht so dramatisch wie hier geschafft. Wir sagen eigentlich gar nichts, aber ist nicht so schlimm. Jab ist leider tot, genauso wie Valentina. Aber, so etwas passiert. So etwas passiert, genau, der ist das hier, der da immer wieder. So. Wir haben eine Raumstation und das ist toll. Wir können sie uns auch gerne nochmal angucken. Denn wir sind alle ganz stolz auf unsere Raumstation und Jab und Valentina, die sind irgendwann sowieso wieder da. Los, in die Sonne, Raumstation. Yeah. Oh. Wir produzieren Waste Heat. Ist aber nicht so schön. Kann ich das irgendwie abgeben? Mach mal Licht an. Nee, kann ich nicht abgeben. Das ist schlecht. Was produziert denn Waste Heat? Du? Nee, ja, bestimmt die Solarpaneele. Ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber okay. Das ist aber nicht schön.
hörst du mal wieder auf damit, ja? Souverän, ja, vom Hals. Soll das gehen? Collect Data? Ach, Transmit Data, ja, mach doch. Aber der hat ja gar nichts gemacht. Da war ja keine Data zum Transmitten. Naja. Also, wir wissen jetzt, der produziert Waste Heat. Ich wusste das nicht, aber gut zu wissen. Bei der nächsten Raumstation denke ich auf jeden Fall dran. Und ja, ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen. Das tragische Liebespaar ist jetzt leider tot, aber sowas passiert. Da darf man jetzt nicht zu traurig drüber sein. Als nächstes werden wir mal gucken, dass wir das irgendwie kriegen, weil dieses Resource Transfer ist ganz cool. Aber das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn dem so war, dürft ihr natürlich wie immer gerne ein Like da lassen. Wenn euch die Folge nicht gefallen hat, dann ist das ziemlich komisch, denn die Folge war ziemlich gut. Ich wünsche noch einen schönen Tag und damit. Und damit. Tschüss.